Es ist ein wunderschöner Morgen, Donnerstag, Freitag. Ich bin auf dem Weg zum Fitnessstudio, wo ich einen kostenlosen Freitag-Ticket für den ersten Tag gekriegt habe. Es wird wahrscheinlich keine weiteren Tage geben, aber das wissen die ja nicht. Ich bin gerade aus dem Fitnessstudio raus. Es war cool. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich einfach so spreche. Aber das Ding ist, in New York City interessiert es eh keinen. Also, das ist bestimmt total wackelig hier. Weil, keine Ahnung, ich bin noch so ein bisschen unsicher. Also mein Tag fing gestern so an, dass ich mit dem Australier, mit dem ich den Tag davor abends noch auf dem Rockefeller Center oben war, mit dem und meiner Zimmergenossin, also die ist auch Australierin, sind wir zu dritt zum World Trade Center gefahren. Das war ziemlich beeindruckend irgendwie und auch ziemlich berührend so, und die haben das irgendwie echt schön gemacht. Danach sind wir noch so ein bisschen rumgelaufen, dann habe ich mir eine SIM-Karte geholt. Dann sind wir ziemlich weit gelaufen zur Highline. Das ist so ein eine alte Bahnlinie, die umgebaut wurde zu einer Art Grünanlage. Das ist um die Jahreszeit jetzt natürlich noch nicht so gewesen, war aber ziemlich schön. Also eine Grünanlage, Bänke und Zeugs gibt es da oben. Das ist eigentlich ziemlich schön, noch so eine kleine Oase in der Stadt. Und danach sind wir zum Times Square gegangen, wo wir leicht verarscht wurden mit Eintrittskarten für eine Comedy-Show. Und dann sind wir zurück und haben den tatsächlich gefunden auf dem Times Square. Weil ich habe gesagt, es gibt ein deutsches Sprichwort, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und wir haben ihn nochmal getroffen und der Australier hat dann unser Geld zurückgeholt. Das war ziemlich cool. Und danach sind wir zurück zur, also dann waren wir noch kurz bei Forever 21 und bla, und dann sind wir zurück zum Hostel gefahren und haben da dann eigentlich nur noch rumgelegen, weil wir ziemlich fertig waren. Genau, und jetzt treffe ich mich gleich mit meinem Sitznachbarn im Flugzeug. Also der saß im Flugzeug neben mir, ist ziemlich cool, wohnt in Brooklyn, und ja, mit dem treffe ich mich dann gleich, weil das gar nicht so weit von hier ist, und wir werden Mittagessen. Wahrscheinlich Aufnahmen auf dem Rad mit meiner Action Cam schon einbringen oder eingebracht haben. Was ich auf jeden Fall sehr schön. Vorhin war ich mit meinem Sitznachbarn Mittagessen in einem veganen Restaurant. War ziemlich teuer, aber sehr lecker. Ja. In New York, aber hier drüben ist Italien und hier
hier drüben ist Tina.